Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play X4 Foundations. Body Parts. Flying Body Parts. Ich habe mein Monstrum von Station fast fertig. Von dem, was ich jetzt schon gesetzt habe oder setzen konnte. Denn mir fehlen ja noch einige an Stationen. Wir können uns das mal anschauen, was mir zum Beispiel noch fehlt. Hallo? Guten Tag. Blaupausen. Module. Schiffe noch gar nicht weiter darauf geachtet, was ich noch alles kaufen kann, weil das viel zu, das ist noch etwas intensiver als Stationsbau. Also hier habe ich jetzt alles bei den Leuten hier. Außer die Sachen, die wirklich sehr teuer sind. Ne? Wohnmodule muss ich noch ein bisschen investieren. Da kann ich aber auch noch nicht kaufen. Wahrscheinlich habe ich da noch nicht genug Ruf oder so. Hier genau das Gleiche. Die konnte ich kaufen. Den noch nicht. Dockmodule. Da könnte ich alle kaufen, aber das mache ich nach und nach, weil Dockmodule habe ich von den anderen genug. Ich habe jetzt ja auch, seht ihr, ich habe ja das Hexagon Dock oder Hexadock von den Terranern. Das ist wirklich sehr schön. Das sieht auch gut aus. Wir können uns das hier auf mal Wiedersehen. Anschauen. Brüll. Und zwar habe ich eine Station gebaut in Gaia. Da ist die Sonne. Super. Super, super Station. Die hat jetzt zum Beispiel oben dieses Vierer-Dock. Hat die. Die hat dieses Vierer-Dock. So sieht die aus. Das ist so ein Phänomen, warum der nicht gebaut wird, weiß ich nicht. Der ist eigentlich fertig, aber das ist irgendwie etwas seltsam. Ich habe das an einer anderen Stelle auch noch, keine Ahnung. Das ist vielleicht ein Bug oder so. Auf jeden Fall, das ist meine Station, das Sonnenkraftwerk für die Region Gaia. Und ne, das ist hier dieser... Das ist der Luxus-Dock-Bereich. Dann habe ich die Sonnenpanel dran gemacht. Dann einen kleinen, so einen Gang nach oben, das Vierer. Dieses Vierer-Dock. T4-Dock-Raum hier. Und unten dann den Container für die Zellen. Und ganz unten, wenn das Ding, also das Ding möchte ich noch vergrößern auch, wenn ich noch mehr Energie brauche oder sowas oder verkaufen will. Hier, da ist das Hexadock. So sieht das aus. Ihr seht das. Hat halt die 6 Andockpunkte in allen Richtungen für große Schiffe. Und das könnte man da drunter setzen. Man könnte jetzt halt, also wenn man so eine Energie, ich sage mal so eine, in der Form würde ich dann vielleicht auch noch Solarpanels dran setzen weiter. Das Ding noch mal ein bisschen größer machen. Den ganzen Raum größer machen, den das Ding verbraucht. Und nach unten verlängern mit Containern und dann halt das große Raumdock, das Raumhexadock dran setzen. Schöne Station geworden, die bringt doch Geld. Also die sieht wirklich gut aus, finde ich. Ich muss hier mal, wir müssen hier mal ein bisschen weg von dem. Laut hier, glaube ich. Gehen wir in unseren Cerberus. Ich habe mir einen neuen Cerberus bauen lassen. Als Luxustransportmittel. Und da steht der Gute. Ist das nicht ein Wahnsinnsschiff? Das ist ein sehr schönes Schiff. Ist schwere Ausstattung. Und schauen, ob es hier drin ein bisschen leiser ist dann.
Auf jeden Fall fehlen mir noch so ein paar Rezepte. Und zwar unter anderem die Smart Chip Fabrik und Energiekomponenten. Ich bekomme die bei keiner der Rassen oder Völker. Kann ich die auswählen zum Kauf? Die sind zwar frei, aber ich komme da nicht dran. Jetzt habe ich überlegt, es gibt ja auch die Möglichkeit, diese Blueprints durch Scannen von Stationen zu bekommen. Ich muss mal schauen, wo ich hier jetzt gerade bin. Ich war ja bei den Terranern, glaube ich, jetzt. Moment. Ah, genau, ich war hier bei der... Wie heißen die nochmal? Die PIO. Ich weiß nicht, für was die stehen, aber die haben auf jeden Fall viele Terraner-Leute auch. Mein Gedanke bei der Gaia-Station war auch der... Geh nochmal dahin. Da. Ich hätte gerne die Terraner-Leute angelockt, dass die bei mir kaufen, damit das Standing bei der Fraktion sich erhöht. Aber die kaufen nicht, weil ich minus 15 bei denen bin. Und ich weiß auch nicht, ob in der Storyline, die man hier so hat, später die Terraner freundlich werden. Oder ob man die generell als kriegerisches Volk ansehen muss. Und man mit denen gar keine Kontakte weiter knüpfen kann. Ich weiß es nicht genau. Und das Monstrum... Hallo auch. Brüll? Das Monstrum... Moment. Einmal kurz muten. So. Unser Monstrum. Oh. Hier ist gerade ordentlich was los. Was ist denn hier los? KHK. Ja, die sind. Das sind kleine Tunichtgute, die hier rumschwärmen. Da müssen wir vielleicht jetzt mal die Flotte verstärken. Das Schiff wird bald abdocken. So. Das ist das Monstrum. Von Station. Wir machen die mal in Konfigurationsmodus. So. So sieht das Teil jetzt mittlerweile aus. Ich habe es jetzt einigermaßen angeordnet. Hier war ja der Bereich, wo ich so Smart Chips und sowas produzieren wollte. Hier zum Beispiel noch. Hier geht die Sojabohnen-Sache, das geht in den Lebensmittelbereich und organisch. Und dann habe ich hier noch so Metallverarbeitung, Nanotronik und ich weiß gar nicht, ob ich Antimateriezelle auch schon drin. Doch, das ist hier, glaube ich. Nee, das ist Höhen. Ich sehe es ja in der Befehle. Navigation. Fliegen Sie zur folgenden Position. Bestätigt. Meine Güte. Ich mache mal kurz den Ton etwas leiser. Moment. Einstellungen. Audioeinstellungen. Gesamtlautstärke. Machen wir mal auf 50. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Zurück zur Station. So, also die hier. Stationsübersicht. Mal schauen, ob wir jetzt Antimaterie-Dingens auch schon haben. Antimateriezellen haben wir, so wie es aussieht, nur nicht als Produkt. Doch, hier. Da fehlen noch die Rohstoffe. Also so sieht meine Übersicht jetzt von dieser Station aus. Es kommen immer mehr Module natürlich dazu. Die ganzen Produktionsketten, sage ich mal, entwickeln sich jetzt auch langsam. Das ist das, was ich schon produziere und verkaufen kann als Endprodukt. Und alles in allem
dadurch, dass ich versuche zumindest durch Einstellung meine Rohstoffe selber einzukaufen, generiert die eigentlich schon recht gut Geld. Wir können ja mal hier kurz rüber. Ihr seht ja, der Anteil an Verkauf an uns, an Leute, die da andocken, also an hier die Argonen, die Paraninen, Teladi, die kaufen alle. Und es sammelt sich da immer mal wieder in so eine stolze Summe zwischendurch an, die ich dann noch abschöpfe. Und dadurch schon wieder einiges gesammelt habe an Geld. Also ich habe jetzt insgesamt, nachdem die letzte Folge fertig war, habe ich ungefähr 5 oder 6 Stunden laufen lassen. Nebenbei gespielt so ein bisschen. Die Station ausgestattet mit den Modulen noch, die ich jetzt gekauft habe, wieder zum Ergänzen. Und habe zwischendurch halt 1 oder 2 Mal jetzt schon mal Gewinne abgeschöpft. Die macht noch nichts. Die wirft auch noch nichts ab. Ich habe angefangen, die auszustatten mit Energie. Solarpaneln halt, die Energiezellen erzeugen. Und ja, die ist sowieso noch jenseits von jedem Gewinn. Ich habe auch gerade erst abgeschöpft. Beim letzten Mal, bevor ich abgespeichert habe und beendet. So, hier zum Beispiel ist ein bisschen was wir nehmen können. Die Kraftwerke generieren generell viel Einkommen. Das hatte ich ja auch gerade erst gemacht. Hier ist das Kraftwerk Gaia. Leitstern fängt auch langsam an zu generieren. Das ist die Handelsstation. Da muss ich sagen, die generiert auch Geld, aber sehr langsam, weil die Einkaufs- und Verkaufssituation ein bisschen schwierig ist da. Das ist die Pharmazeutik, die produziert eigentlich immer. Wenn ich die jetzt 2 Stunden laufen lassen würde, wären da auch so 300.000 drin. Das ist das nächste Sonnenkraftwerk. Wie gesagt, ich habe gerade erst abgeschöpft. Das ist der Megakomplex. Ich mache das so, wenn ich das Spiel laufen lasse, dann lasse ich das immer laufen bis ungefähr 3 Millionen, schöpfe 2 Millionen ab, lasse 1 Million auf dem Konto. Also ich lasse mich von dem hier jetzt nicht irritieren. Das sind teilweise auch Preise, die von Ressourcen kommen, die ich selber noch nicht produzieren kann auf dieser Station, aus den Rohstoffen, die es gibt. Erreiche System, die Leere. Und was das angeht, habe ich auch... Ich will mal kurz weiterschauen. Hier nochmal. Ja, wie gesagt, ich habe gerade abgeschöpft. Es ist noch nicht viel wieder da, aber es läppert sich halt, ne? Der hier noch, der hat auch schon mal wieder ein bisschen was. Ich habe angefangen, bei den Stationen, in der Stationsübersicht, mich mal da ein bisschen reinzufuchsen und zu schauen, was man kaufen kann, was man kaufen muss. Hier zum Beispiel muss ich Energiezellen, die produziere ich noch nicht selber. Ne? Da habe ich natürlich dann Energieaufwand, Geldaufwand, den ich betreiben muss, damit dieses ganze Ding am Laufen ist. Und da habe ich bei diesen Anlagen habe ich halt angefangen, diese Energiezellenproduktion anzubauen, damit die davon unabhängig werden und ich da dann auch von wegkomme von diesen Produktionskosten. Bei den ersten Stationen, die ich gebaut habe, ist es so, die haben natürlich sehr wenig Platz, weil die nicht teuer sein durften. Hier zum Beispiel, das ist ein bisschen zu groß. Da müsste ich jetzt das folgendermaßen machen. Wir können ja mal die hier umbauen. Verbindungsstücke habe ich auch schon gekauft jetzt bei vielen Leuten. Die sind sehr schön hier, diese rosa pinkfarbenen. Die terranischen Geschichten sind auch sehr schön, finde ich. Dieses hier sind Teladi? Weiß ich gar nicht. Aber wir nehmen mal das, was wir hier hatten.
Also, nehmen wir das mal. So. Erreiche System. Weiter Kontakt. Mal schauen, ob da so ein Modul dann passt. Jetzt müssen wir drehen. So. Da würde es hinpassen. Also da könnte man es hinsetzen. Ich habe nicht vor, hier noch mehr Module anzusetzen. Also ich werde die Fabrik nicht vergrößern, dass die mehr produziert. Habe ich jedenfalls noch nicht vor. Könnte man aber immer noch machen. Ich kann den Platz, den das Ding braucht, ja immer noch erweitern. Wir machen das mal. Wir nehmen mal die Moduländerung an. Wir suchen uns mal ein Konstruktionsschiff. Da ist eins. Das lässt sich nicht da, das lässt sich wählen. System. Gesegnete Vision. Jetzt noch das Geld. Anscheinend haben wir da noch alles da. Erreiche System. Anspruch des Pontifex. Tatsächlich, wir haben nur alle Komponenten da. Ist ja witzig. Erreiche System, frommer Nebel. Das lassen wir mal so. Das lassen wir mal aufbauen. Prime Fleischfabrik. Wir gehen nochmal in diese sichere, diese Ansicht hier. Also dieses hier zum Beispiel kommt noch aus der Zeit, wo ich hier Wohnhäuser hatte. Da habe ich auch angegeben, Verkaufsangebot, dass das alles weg soll. Das sollen die alles verkaufen, ich brauche das nicht. Ich arbeite nicht mit Arbeitern, noch nicht. Ich bin mit der Effizienz zufrieden, die dieses Ding hier hat. Mit der hundertprozentigen Effizienz, das reicht mir aus. Da muss ich nicht noch irgendwie jetzt das erhöhen. So. Fleischproduktion. Mehr brauchen die ja nicht. Das war's ja. Normalerweise. Erreiche System. Nupileus Glück. Aber das ist so in Ordnung. Ja, ich habe jetzt erstmal auf automatische Preisfindung gestellt. Aber das ist wahrscheinlich auch das Problem. Was kaufen wir? Also die Energiezellen kaufen wir ja noch nicht ein. Solange ich das nicht selber produziere, lasse ich die automatische Preisfindung auch drin. Und ja, was verkauft wird, wird verkauft. Ansonsten bunkern wir es erstmal hier. Kann natürlich sein, dass wir dann erstmal noch Lagercontainer bauen müssen oder so, damit wir die Produktionssachen auch zwischenlagern können. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich generell an diesen Stationen anfange, mit Schiffen den Vertrieb durchzuführen. Also ich nicht mehr darauf warten, dass jemand kommt zum Kaufen, sondern dass ich aktiv das Zeug einlade. Mit kleinen Handelsschiffen würde ich sagen und anfange den Verkauf aktiv durchzuführen und nicht mehr darauf warte, dass irgendwelche Leute kommen. Das ist immer wieder eine tolle Aussicht. Also es ist schon ein geiles Spiel, oder? Ich bin auf jeden Fall froh, dass meine große Station, die ich hier gebaut hatte, mit den riesen Solarpaneln, Anlagen, die natürlich nicht, aber dass die langsam aber sicher fertig ist. Und wie gesagt, es fehlt nicht mehr viel.
Es fehlen jetzt noch die Animazellen, Animazellen, Antibakteriezellen. Anima ist ein anderes Spiel. Hier fehlt jetzt zum Beispiel noch die Antimateriezellenproduktion. Die könnte man ja hier noch mit reinpacken. Hier ist so Kühlmittel. Hier ist ja eine. Da ist die Antimateriezellenproduktion. Doch, hat man ja auch gerade gesehen. Aber mir fehlt zum Beispiel halt noch die Smart Chip Fabrik. Die kann ich gar nicht lernen. Proteinpasta habe ich auch noch nicht gebaut. Sojabohnen habe ich jetzt hier irgendwo stehen, glaube ich. Ah, hier, da ist Sojabohnenproduktion. Hier ist die Stimulanzfabrik. Da habe ich aber vor, an der Station einen extra Part zu setzen, der diese Teile hat, die von den Terranern kommen, die dieses terranische Design haben. Navigation, bereite Andocken vor. Bestätigt. Das möchte ich dann hier so ein bisschen um die Ecke bauen und das etwas separat halten. Vielleicht auch noch mit einem zusätzlichen Dock in eine Richtung, gibt es ja von den Terranern auch. So ungefähr. Und wenn das jetzt hier einigermaßen abgeschlossen ist, hier ist jetzt noch dieses Ding mit Schrott verarbeitet, das ist auch so ein Phänomen, der wird zum Beispiel auch nicht, der wird nicht fertig gebaut. Der ist noch durchsichtig, transparent, also. So, jetzt sind wir angekommen. So, jetzt werde ich mal eins machen. Ich werde dieses Schiff mal verlassen. Verlassen wir mal die Landesektion. Ah, jetzt stehen hier auch Leute. Kann ich helfen? Marinesoldaten, Seminar. Yoshiko, Rashid. So. Sir. Wiedersehen. Sir. Also, du räumst hier jetzt mal ein bisschen auf. Nehmen wir mal Epsilon. So. Dass die hier mal ein bisschen aufräumen. Sich für den Erwerb ihres Produkts. Denn diese kleinen Dinger sind ganz schön lästig, muss ich sagen. Also. Hallo. Wow. Das ist ein Komplex, der schon Wahnsinn hoch. Die hat den Führerschein aber auch gewonnen, glaube ich. So, piu, piu, piu. Das ist der Riesenenergiezellenkomplex. So, das müsste jetzt eigentlich ein bisschen schneller gehen mit den Dingern. Wir schauen uns das mal an. Diese KHK-Dinger ist auch eine der Fraktionen hier, die jetzt später mal dazugekommen war. Ach nee, der sieht aus wie ein Zen. Naja. Na, schafft's es? Ja, wir haben es geschafft. So, nächste. Es geht doch mit den Dingern schon ein bisschen besser als mit den kleinen Schwärmern oder was ich da hatte. Wir möchten unsere Besucher daran erinnern, auch die besonderen
dem Casino aufzusuchen. So, gehen wir mal wieder auf die Karte und dann soll mal... das bin ich selber. Er soll mal alle Befehle entfernen und schade, macht er gar nicht. Ich hätte den jetzt gerne dazu genutzt, die Container einzufangen. So. Aber generell. Kryonenkristall ist da drin. Und hier? Videokristall. Personal in Bereitschaft bleiben. Dann sammeln wir den auch gleich noch ein, bevor uns jemand wegschnappt. So, den haben wir. Sehr schön. Kristalle. Ja, dann kann der erstmal wieder andocken. So. Ich glaube, diese Invidium-Kristalle, das ist ja für die Geschichten, die wir selber bauen können, an diesen Werkbänken bei den Händlern und so. Können wir erstmal wieder aus der Ansicht raus. Sie steht hier immer noch. Warum steht die hier eigentlich rum? Hm. Marinesoldatin. Na, wo bleibt er? Weiß nicht, ob der jetzt hier landet, der Cerberus, oder? Ja, das ist die Lagereinheit mit den ganzen Containern. Da ist er. Achtung, wichtige Durchsage. Wegen einer Bombendrohung muss die Touristensektion der Station sofort geräumt werden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Personals und halten Sie sich von den Touristensektionen fern, um die Evakuierung schon Bruma, nicht zu behindern. Jetzt stehen ja schon zwei. Devika Long. Kann ich helfen? Ist alles voll. Das wundert mich ehrlich gesagt so ein bisschen, dass die hier rumstehen. Das hatte ich noch nicht sowas. Habe ich hier auf der Station ein Schiff vielleicht? Moment. Oxley Info. Angedockte Schiffe. Perseus Angreifer. Er ist, glaube ich, im Hangar. Vielleicht sind die daher. Die Stationssicherheit möchte alle Besucher daran erinnern, ihre Kinder stets bei sich zu behalten. Luftleuten sind kein Spielplatz. Aber das ist ein anderer Spruch. So. Gehen wir nochmal hier auf die Ansicht. So.
Dann gehen wir nochmal zu dem zur Fleischfabrik. Wie sieht's aus? Na, ist gleich fertig. So, und dann kann man nämlich in diesen Produktionsablauf, in dieses Schema gehen. Und Kaufangebot kann ich dann nämlich wegnehmen. Ich habe das auf 10 Credits eingestellt, weil ich dann automatisch von den Schiffen beliefert werde, die zu meinen Sonnenstationen, also diese Solarstation gehören. Die verkaufen dann, wenn ich eins habe bei den Schiffen, bei den Stationen, die das verkaufen, dann beliefern die hier. Aber ich finde das eigentlich schöner, das vor Ort zu machen. Das Raumfahrtbüro bittet um Beachtung. Denn die Schiffe, regelmäßig zur Inspektion in eine unserer Schiffswerften zu bringen. Die Schiffe, die man hat oder der Station zugeordnet hat, verursachen nämlich auch Kosten. Und ich würde Kosten eigentlich nur noch mit Schiffen verursachen wollen, die Endprodukte verkaufen und nicht Zwischenprodukte zwischen meinen einzelnen Stationen. Deswegen werde ich die Stationen nach und nach, die jetzt noch keine Energiezellproduktion haben, werde ich damit ausstatten, um dem mal so ein bisschen entgegenzuwirken. Hier ist es ja jetzt so, die ist gleich fertig. Es dauert nicht mehr lange. Das ist die hier. Ja, ein paar Sekunden noch. So, dann gehen wir da mal hin in die Stationsübersicht und nehmen das Kaufgebot mal raus. Ganz. Wir möchten Sie hiermit auf die günstigen Preise unseres hochmodernen holographischen Kinos hinweisen. Tickets können vor dem Eingang gekauft werden. So, wir haben einen Verbrauch von 640. Das ist nicht viel. Und die 10.000 pro Stunde, also haben wir quasi 9.800 ein paar zerquetschte 860 oder so. Die sammeln sich hier natürlich jetzt an. Die könnte man... Hallo? Die könnte man hier dann verkaufen auf der Station. Was ist denn jetzt hier los? Moment. Mann, Mann, Mann. Die ist aber nicht einmal Ruhe. Erzcontainer. Ich warte darauf, dass Sie mir sagen, abzudocken. Mann, Mann, Mann. Ist ja was los. Ja, so würde ich das jetzt weitermachen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt den großen Komplex, den ich bauen wollte, einigermaßen voll. Und ich werde jetzt beim nächsten Mal wahrscheinlich schon eine der Stationen Storylines anfangen. Und die erste, die man überhaupt in X4 hatte. Und werde da die Mission wieder aufnehmen. Also er macht da ein sehr seltsames Flugmanöver. Diese arme Crew. Na, egal. Und mal schauen, was dabei rauskommt. Wie das so funktioniert. So. Ne? Will er nicht? Wow, was ist das denn für ein Schiff? M-
Mineralienschürfer. Der sieht schick aus. Na, der wird den Container schon einsammeln. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Manchmal brauchen die so ein bisschen Zeit, die Dinger, bis das dann abgelaufen ist. Also das ist ja auch ein geiles Schiff hier. Halt, warte, nimm mich mit. Hm. Schick, schick, schick. Mann, Mann, Mann. Okay. Ja, ich würde jetzt mal sagen, ich werde diese chaotische Folge mal beenden. Bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da werde ich mich dann mal der Storyline widmen. Ich muss nur mal gucken, wo das anfing. Ich habe muss mir mal ein bisschen in den Wikis durchlesen, welche Aufgabe man da anfängt, womit das angefangen hat. Und die werde ich dann mal verfolgen, zumindest da dran knüpfen, wo ich aufgehört hatte mit den Storylines. Und dann, ja, dann geht's in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, ruhige Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schiff im Anflug.